Wir befinden uns hier in Görsbach in der Goldenen Aue in der Mauritiuskirche. Und das hier ist eine Emil-Reubke-Orgel. Die größte erhaltene Reubke-Orgel, die es noch gibt. Mit Originalpfeifen, also mit Originalbestand. Und diese Pfeifen wurden auch nach dem Vorbild 2018 restauriert von Hüfgen aus Halberstadt. Das Besondere an dieser Orgel ist einfach, dass dieser Klang süffig und warm und dunkel ist. Und obwohl sie sehr schwergängig ist, weil es eine Kegelladenorgel ist, ungefähr so schwergängig wie in Waltershausen, obwohl es eine Schleifladenorgel ist, die Trostorgel, hat man hier wirklich trotzdem, allein durch die Akustik, die ja sehr samtig ist, sehr eigentlich trockene, samtige Akustik, kann man doch sehr, sehr schön hier singen und sowohl romantische als sogar auch Bach und Barock und Buxtehude sogar und Pachelbel spielen. Wir haben einen Schweller, das ist ein sogenannter Löffeltritt. Das bedeutet, dass man hier diese Schnappfalle mit dem Fuß auftreten muss. Und dann kann man hier auf dem Schwellwerk, dem zweiten Manual, tatsächlich etwas schwellen. Es ist keine leicht zu spielende Orgel, aber wirklich eine fantastische, schöne Orgel, wie man sehen kann. Mit wirklichem Klang. Sie erinnert mich sehr an eine Ladegastorgel vom Gehäuse her. Aber natürlich ist es in keinster Art und Weise eine Ladegastorgel, denn sie spielt sich völlig anders und fühlt sich auch völlig anders an. Es war ja eine Orgelbau-Dynastie, einfach diese Reubke-Familie. Und die beiden Brüder Emil und Julius, die sind da aufgewachsen hier in dieser Gegend, hier im Harz. Aber der Julius war wirklich sehr, sehr begabt und sollte nicht in der Werkstatt landen, sagte der Vater. Und er hat dann in Weimar bei Liszt studiert und ist leider sehr früh gestorben, hat fantastische Werke geschrieben. Ich zeige jetzt einfach mal noch schnell diesen Löffeltritt. Man tritt da mit dem Fuß, dagegen ist gar nicht so leicht, öffnet hier die Schnappfalle und kann dann hier schwellen und macht das hier auch wieder zu. Wie man sieht, ist das nicht so leicht, aber es funktioniert. Und dann kann man hier, nehmen wir mal hier einfach diese wunderschöne Flöte. Und zwar wird es tatsächlich leiser, wenn man nach oben geht mit dem Löffeltritt. Wenn man die Manualkoppel verwendet, beispielsweise hier mit der Hohlflöte, dann hat man schon ganz schön zu tun. Das ist wirklich, wirklich.